Im Dioxinskandal sind nach Ansicht der EU-Kommission Importverbote anderer Staaten für Eier oder Fleisch aus Deutschland überzogen. Bislang seien dioxinbelastete Produkte außerhalb Deutschlands nur in Frankreich und Dänemark aufgetaucht. Auch die deutsche Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner kritisierte Importverbote. Man kann nicht sagen, dass von deutschen Produkten eben Gefahren ausgeht. Die Produkte sind sicher und deshalb werden wir auch hier sagen, dieser Einfuhrstopp ist nicht gerechtfertigt. Südkorea blockiert seit Mitte vergangener Woche Schweinefleisch aus Deutschland. Etwa ein Jahr lang wurden dioxinbelastete Fette aus Norddeutschland an Mischfutterhersteller geliefert. Laut der Organisation Foodwatch ist der momentane Dioxinskandal nur die Spitze des Eisbergs.